Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu unserer dritten und letzten Runde des Dekorierwettbewerbs Decorating Star bei Möbelmaler in Bopfingen. Ich habe unser drittes Team neben mir. Willst du dich mal kurz vorstellen? Hallo, ich heiße Dilara, ich bin 17 Jahre alt und ich gehe in die Realschule. Und du? Ich bin die Yasemin Hübberg, bin 17 Jahre alt, komme aus Wallerstein und mache Ausbildung in Bopfingen als zahnmedizinische Fachangestellte bei DCA. Ja, und wer von euch beiden hat die Idee, sich zu bewerben? Das war eigentlich ihre Idee. Ich habe es durch Facebook erfahren und von meiner Mama. Und dann habe ich sie gefragt und wir haben es dann gemacht. Und was wollt ihr euch, wenn ihr den Gutschein gewinnt, die 1000 Euro, was wollt ihr euch denn dann gerne kaufen? Teilt ihr das dann oder wie macht ihr es? Ja, wir wollen das dann teilen. Und was würdest du dir kaufen? Das weiß ich jetzt noch nicht. Weißt du noch nicht? Weißt du schon? Nein. Auch noch nicht? Nein. Das entscheidet ihr dann kurzfristig, wenn ihr dann hier ja, seid und genau. aussuchen dürft. Genau. Okay. Also die beiden haben, wie unsere anderen beiden Teams, die Aufgabe, eine Koje bei uns zu dekorieren. Sie haben 30 Minuten Zeit, die Dekoration im Einrichtungshaus auszusuchen und dann 15 Minuten Zeit, die Koje zu dekorieren. Und ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg zu eurer Koje, dann könnt ihr euch die erst mal anschauen, ja? Ja. Okay, genau. Super, auf geht's! So, hier sind wir in eurer Koje, die ihr dann gleich dekorieren dürft. Ja. Wie schon gerade erwähnt, also ihr habt jetzt erstmal dann 30 Minuten Zeit, euch die Dekoration auszusuchen und dann später nochmal 15 Minuten, um zu dekorieren. Okay. Und wir machen es euch natürlich nicht ganz einfach, weil wir geben euch ein Thema vor. Und das Thema ist, wie heute schon die Sonne zeigt, Frühling. Okay. Ja, dann kriegt ihr jetzt von mir einen Euro und einen Chip. Dankeschön. Das heißt, jetzt ganz schnell einen Einkaufswagen suchen und dann sind die 30 Minuten ab jetzt. So, ihr habt alles ausgesucht zum Dekorieren? Ja. Und habt ihr viele schöne Sachen gefunden? Seid ihr zufrieden? Ja, hoffen wir es mal. Ja? Okay, dann sind wir jetzt sehr gespannt, was ihr aus der ganzen Dekoration in der Koje macht. Ja. Ihr habt jetzt 15 Minuten Zeit, um eure Koje zu dekorieren. Es geht jetzt los. Ihr habt 15 Minuten ab jetzt, okay? Beides geschafft. Ja. Seid ihr zufrieden? Ja. Ja, schon. Ja? Ich finde auch, es ist sehr schön geworden. Aber ich entscheide es ja leider nicht, sondern das entscheidet unser Publikum. Und deshalb muss ich jetzt ganz doll für euch abstimmen. Ja? Was glaubt ihr? Wie eine gute Chance? Ja. Ja, so ist richtig. Immer positiv denken. Genau so muss das sein. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ja, ja. Auch wenn es ihr dürft durchatmen übrigens, ne? Ihr habt es geschafft. Okay. Wenn es anstrengend war, sozusagen, man muss sich ja halt doch ein bisschen konzentrieren und aussuchen und überlegen, was man machen möchte. Ja. Aber wir sind gespannt, was passiert. Wir auch. Gut, dann also, liebes Publikum, fleißig abstimmen für die beiden und bis vielleicht zum nächsten Decorating Star. Dankeschön. Dankeschön.